Man sollte ja nicht Hallo sagen, ne, zu einem. Ja, ist ja kein Let's Play, ne? Ist ja ein. Ich vergesse jedes Mal den Namen von dieser Scheiße. Ja, ein Best-of, so gesagt, ne? Ein Highlight-Video. Meine Fresse. Na egal, wir wollen es auch daran belassen. Deswegen, ja, werde ich das machen, was ich immer mache, spielen und die kommt gelegentlich dazu. Und bald schauen, wie die Map machen, weil. Guck mal, die ist ganz schön klein, ne? Oder soll das nur so eine reine Demo-Map sein? Ist hier wohl ein Feind? Hallo? Feind? Oh, verdammt, nee, zurück zum Spiel. War das aber gewesen? Irgendwo kommt man die Statistiken angucken. Ansicht über Welt, Überblick, Königreich. Ich glaube, da war das, ne? Nein, das ist mein Königreich. Ich bin dumm. Ich bin dumm, wo war das? Irgendwo kommt man das sehen. Weltkarte, Puzzlekarte, Szenarioinformation. Feind, okay, es gibt einen Feind, es gibt einen Feind, danke. Gut, ja, dann spielen wir mal wieder weiter und dann, ja, gleich. Brauche ich auch nicht sagen. Sinnlose Scheiße. Oh. Aber wollte sagen, ich wollte nicht mal bis gleich sagen, weil ich nicht mal weiß. Warte, wenige Engel. Ach. Wenige Engel. Ach, die krieg ich doch länger weg. Guck mal her, ja, aber jetzt Engel und sechs normale Engel. Da geht doch locker. Dafür, dass wir gratis Engel kriegen nachher. Bitch, 175 hier. Kannst du das ab? Kannst du das ab? Oh. Nachher tötet der meinen Erzengel noch. Nein, das will ich nicht, du Arsch. Ja, natürlich wollen wir Engel rekrutieren. Nur rein damit. Nur rein damit. Nur rein. Ich glaube, du musst immer eine Woche warten, ne? Um die zu bekommen. Egal, Christian. Ich geh schon mal ein bisschen weiter hier. Oh nein, die Gegner kommen ja schon zu mir hin. Was ist denn das? Meine Scheiße. Stimmt, dann sagen vor meinen Superhelden, aber das Problem ist, ja, die gehen mir dann erstmal hart doll auf den Sack. Was? 2500 Gold und Reichesteile, ja, natürlich. Easy. Guck mal hier, das ist zwei Angriff und Verteidigung. Ja, das klingt ja gar nicht mal so schlecht. Aber ich werde jetzt erstmal wieder zurückgehen, weil die Typen. Ich habe Angst, die wollen schon meine ganzen schönen Helden töten. Die brauche ich auch. Wo brauche ich die überhaupt? Warum habe ich überhaupt? Du keine Ahnung, aber du bist, genau, Grundbesitz. Verbessert Grundbesitz. Dann renn mal um dein Leben. Schön, toll. Renn, du Notte, renn! Denn der Gegner kommt und will dich töten. Aber du bist mir theoretisch sowas von shit egal. Ist auch wieder nächste Woche, ne? Wir brauchen nur noch einen Marktplatz und eine Schmiede. Immer alles schon teuer. Teuer, teuer. Na, dann schauen wir mal, was der Gegner macht. Muss ich mit dir noch irgendwas machen? Oder geh da mal weg, oder? Ach nee, genau. Sammel die Engel ein. Ich wusste, dass er mich angreift. Ich wusste es. Oh nein, bitte töte mich nicht. Tu es nicht. Warte, kann ich nur Schaden machen? Wow, meine macht sogar ein bisschen Schaden. Hast du nicht gerechnet, ne? Boah, jetzt brauche ich sogar noch einen Tod von dir, oder was? Nein, hat nicht mehr gereicht. Ah, egal, jetzt habe ich gestorben. Du Arsch, das kriegst du zurück. Ich wollte gerade sagen, renn, mein schöner Typ. Du hast einen schönen Grundbesitz. Wo kannst du dich immer verstecken? Versteck dich! Renn! Weiß gar nicht, wovor habe ich dich? Ah, du hast auch Gold, ne? Ah, shit. So, hast du wie ein bisschen Angst. Ich setze ihn rein. Ich hab keinen Bock, dass der Wichser wie hier alles wegdingst da. Mann! Ihr wisst, was ich meine, dass ich hier reinkomme. Ja, nur Angst haben, hier haben wir meine dicke Armee. Scheiße, ich hab kein Geld mehr. Fuck. Hallo, ich bin zur Rettung da. Ach, ich hab ja schon genügend Dingspunkte. Ja, dann kannst du mir schon mal deinen Scheiß wiedergeben. Boah, hier den einen. Oh Mann, ich hab kein Geld mehr. Und da haut er ab. Ja, ich wusste es doch. Blech, Geige, Wix. Penai. Ah. Ja, ich besuch's. Reloadet sich ja auch immer wieder. Mann, ist das ein Scheiß. Kleine Welt. Ich hasse mal wieder, dass die Gegner kommen und wir gehen. Kommen und wir gehen. Kommen und wir gehen. Kommen und wir gehen. Ja. Oh, geil. 3000. Oh, Scheiße, ist das so ein unnötiges Gelaufe. Ich glaube, ich will ein paar Bogenschützen mitnehmen. Sehr viele sind das ja nicht wirklich. Upgraden kann ich ja auch nicht, ne? Da muss ich wieder einen Tag warten. Warte ich noch einmal, dann geht's los. Dann kriege ich dich. Warte mal, warten Sie doch mal bitte.
Ich krieg dich. Ach scheiße, ich wollte ja hier upgraden. Oh, vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Jetzt komm ich. Aber der, mein Typ kann ja gar nicht so gut rennen, wie deiner. Scheiße. Ein großer Kampf steht bevor. Aber kein Problem, ich bin ja super. Ja, okay, super mächtig nicht, aber ich bin stark genug, um den Typen zu besiegen. Du nervst, aber du bist wenig. Du nervst, aber bist wenig. Und du nervst, aber bist genügend, um ihn zu nerven. Also stirb. Aber natürlich schlau ist, ne? Ich kann zwar theoretisch mit dir hier überall hingehen, aber wir sind nicht dumm, ne? Wir warten. Weil wir kommen schon ran, ja? Oh nein, verlangsamige mich bitte nicht. Blöder Typ. Ich hasse diese Viecher. Was denkst du, wer bist du hier? Guck mal, scheiß Pikiniere, ey. Gott, ey. Nur die Müll. Pikiniere. Axträger sind auch so ein Scheiß, aber Pikiniere sind ja absoluter Sondermüll. Wow, meine Balliste macht wirklich so viel Schaden. Wow. Bin ich so ein Extra? Na, das kannst du sowieso gerade nicht töten. Boah, töt mal. Ich komm sowieso da nicht ran. Oh, du darfst schon nochmal her. Stimmt, du hast gewartet. Was? Du hast die Trudelüt nicht getötet? Ich helfe dir. Diese schwachen Zivilisten zu töten. Okay, heftige Scheiße. Diese Pikiniere, sie sind so sinnlos. Stufe 1 Kreaturen sind immer sinnlos. Oh, verpiss dich, du Arsch. Du nimmst mir mein Geld nicht weg. So, der ist im Weg. Verpiss dich, du Arsch. Weg. So, wir schauen mal, was der Gegner macht. Mal gucken, ob ich hier eine Pause machen muss. Oder ob der Typ gleich kommt. Ich will immer noch ein Schloss. Für Schloss brauche ich 10 10. Haben wir irgendwas geklaut? Hallo? Holz? Stein? Nee, gehört alles mir. Am meisten... Es soll in diesem Szenario, soll ich hier die Engelflügel zurückgeben? Da ich mir auch so, nee, ganz bestimmt nicht. Warum? Wie Engelsflügel unter Imbar, dass du einfach über irgendwelche Berge oder sonst was rüberfliegen kannst. Gerade hier, wenn die Typen die ganze Zeit auf den Sack gehen, ey, ihr Idioten, stirb doch einfach. Stopf hier noch ein paar Engel rein, ein paar Bogenheinis, damit ihr auch, ja, meine Bogen nicht angreift, ihr Nervies. Und dann werde ich euch ficken. Nein, nicht abhauen. Ficken. Wenn ich nicht da wäre, jetzt will ich Luft wäre. Halt die Fresse still. Mit deiner komischen Dümpelarmee hier. Hauptsache 20.000 Mal gesplittet, ey. Was für ein Müll, ey. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das, was am Anfang immer nervt. Also das hier. Stoppe Scheiße, ey. Ah, wer ist denn dann hier noch von euch hoch? Du? Da. Warum? Ich muss sagen, warum flieht ihr nicht an hier? Machen sie bestimmt, siehste, ich wusste es. Weg, weg! Jod, ey. Mal fliehen, damit er, ja, seine Helden nicht verliert, ey. Wichser, ey. Ich will aber seine Helden verlieren, du scheiß Wichser, weil ich deine ganzen Artefakte haben möchte. Alles töten. Alles töten. Oh nein, ich habe richtig Angst vor den ganzen Kreaturen. Boah, wirklich? Du hast überlebt? Boah, Moralboost. Oh Mann, ihr seid einfach nur scheiß Futter, ihr scheiß Blödaxträger, ey. Ist wirklich so, damit ihr einfach nur Dings durchbrechen. Ja, du sammelst das in der Zeit ein, du machst das schon und ich gehe in der Zeit. Wo ist, hier immer noch einer? Hallo? Hallo? War hier noch einer? Hallo? Da unten ist ein Bogen, ne? Ist auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, nehme ich Artefakte mit in das nächste Level? Keine Ahnung. Ich bräuchte theoretisch Geld, aber das ist wahrscheinlich nicht viel Geld, was du da bekommst. Vermute ich mal ganz stark. Oh, dann noch Truhen. Ah, leck mich am Arsch, ich da trotzdem hin. Aber nächste Runde, weil dann fliege ich darüber. Dann fliege ich darüber. Null Problemo. Besser wieder alles zurückholen. Von den Arschwichs. Eigen Typ. Wer kann nicht, dass er gratis Ressourcen kriegt. So. Vergesst die Windmühle nur jedes Mal. Geil.
Warum hat er hier nichts drin? Ist der dumm oder so? Gehört das überhaupt einem Gegner? Oder gehört das einfach irgendjemand einfach? Nicht sein. Oh, wovor habe ich eigentlich die Angst gehabt? Komischer Typ, ey. Schützt einfach seine Burg nicht. Wenn man da Schwierigkeitsgrad nimmt, aber noch jeder Map zu. Naja, er ist die zweite Map, ne? Schauen wir mal, hat er überhaupt irgendwas hier ausgebaut? Ah, ein bisschen. Ich habe meine Burg überhaupt noch nicht ausgebaut. Naja, da hat der Gegner noch weniger ausgebaut. Oh Gott, mir wenig mal über die Ressourcen. Tonnenweise Quicksilber, aber kaum Erz. Ich glaube, ich muss aber tauschen. Oh, ich habe ja zwei Burgen, ne? Naja, das ist jetzt ein besseres Tauschverhältnis. 1 zu 7, Beziehungsweise 1 zu 3, das geht ja noch einigermaßen. Dann tauschen wir ein paar Dinger. Ich habe hier so viele von den Teilen. Kann ich mir bitte was kaufen hier? Diese schon halt grün hier. Kann ich mal ein Kloster, nicht mal ein einziges sehe. Naja, dann durchforschen wir mal hier weiter, was hier durch, ne? Da müssen wir wahrscheinlich gleich die nächste Burg kommen. Kann ich eigentlich alles kaufen oder muss ich die ersetzen? Wollen wir alles kaufen? Okay. Anna, komm mal, hier ist die nächste Burg. Was ist denn hier drin? Wow, ich glaube, das sollte ich trotzdem bekommen. Hopp, ja, hopp, ihr hopst so. Aber das werden wir erst erfahren in der nächsten Runde. Und hier ist die nächste Runde. Okay, ja, schnell. Hallo. Ich hab gehört, sie nerven mich. Frage ist, ne, was machst du jetzt? Gehst du jetzt einfach rüber? Kannst du theoretisch sogar ein Autocombat anstellen, ne? Ah, komm, ich mach Autocombat an, hier. Null Probleme. Kann ich wenigstens wieder ein bisschen was trinken und mich und euch unterhalten? wie gesagt, wenn das schon kein Let's Play ist, sondern hier ein Highlight-Video, ne? Naja, ich lasse es immer so aussehen wie ein Let's Play-Video. Bloß komischerweise sind immer so harte Schnitte drin, wo kommt die denn her? Ja, ich weiß, der Computer ist ein bisschen doof, wenn ich ihn selbst kämpfen lasse, aber wie gesagt, Faulheit siegt, ne? Angreifer, keine. Mann, warst du schlecht, Computer. Schäm dich. Was muss ich hier überhaupt tun? Ist überhaupt gut, ja. Wissen um eins. Oh ja, das ist richtig gut. Geil, geil, geil. Ist hier noch ein Gegner oder was? Dafür ist die Map so kleines. Ja, scheiße, ich wollte noch was kaufen für die Burg. Ich wollte noch mal kaufen hier. Aha, okay, das ist das andere Ding. Wo ist denn die andere Burg? Hier muss doch noch irgendwo Burg sein. Sonst wärst du schon gestorben und schwärst du schon Geschichte. Du schreibst Geschichte mit jedem Helden, denn du nährst Hammer und immer nur um mich rum. Mein Gott, immer noch kein Kyrre oder Gunnar. Ich liebe die Typen, ey, die sind einfach so OP, die Typen. OP, ja wirklich OP sind die. So, wo ist die? Ah, da ist die, diese Burg. Okay, super. Super, super, toll, toll, toll. Ah, 109,2, was für ein Witz. Ich habe auch in letzter Zeit so einen YouTuber gesehen, ich weiß auch gar nicht, wie der heißt, aber der hat immer so, Perfectly Burned Bolle. Blablabla, ich immer in Englisch, ey. Ausgeglichene Spiele und dann zeigt er Game-Breaking Bugs in den Spielen. Aber naja, die sind nicht immer Game-Breaking. Bei Heroes Might and Magic hat er die Diplomatie gezeigt, dass so Game-Breaking-mäßig wäre. Aber denke ich mir auch so, ja, ist so OP wie jedes andere auch hier drin, so gesagt. Bei Logistik, dann kannst du auch überall hinlaufen und dann hast du natürlich einen extremen Vorteil im Gegensatz zu anderen Typen. Wenn du viel mehr laufen kannst. Denke ich mir auch so, das ist bei Dings genauso. Was willst du über deine Burg? Warte, da muss ich mal wieder einkaufen hier. Und ich komme mit den Typen. Das mache ich dir nicht, aber du hast sogar Dings hier. Teufel. Teufel. Was kaufe ich dir denn? Eins? Eins, zwei, die ist besser. Komm mal, packe ich dich rein. Und dann machen wir einfach mal. Ich stecke kein Geld rein und mach die. Pimp die auf. Ich kaufe höchstens all deine Sachen hier aus. Du konntest du von nichts kaufen und musst du selbst bekämpfen. Ach, bin ich ein Arsch. Warum greif mich trotzdem an? Nein, du böser Junge. Das Geile ist, ein Teufel, ne? Ja, egal, wir machen Autocombat-Modus. Ich werde ja sowieso gleich wieder einmarschieren mit meinen
Engeln und wahrscheinlich wieder alles ficken. Deswegen ist die Map auch so komisch eigentlich, dass du die ganze Zeit irgendwie Engel bekommst. Und Engel hier, Engel da. Und wenn er jetzt auf der Karte ist, dann kommt er auch mit. Ja, klar, ist klar. Moral. Eure Moral ist wie ein Arsch, die scheiß Arschsteigen. Jetzt rauf, was soll ich auch? Ja, schon wieder. Ist klar. Ja, fick dich. Komm bitte doch mal. Jeder soll der Scheiße hinkriegen, Moralboost. Hast du irgendeinen Scheiß Artefakt oder was? Blöder Typ. Braun, ja, Kackbraun. Oh, ist das schlecht, ey. Oh nein, wer hätte gedacht, dass ich verloren habe? So, was ist jetzt vor? Willst du jetzt diese Burg haben? Ist hier auch nochmal eine Burg? Ja. Hallo? Vielleicht deine Burg einfach rumbewacht. Ja, aber wer macht denn sowas? Guck, ob seinen Helden alte Typ alle guten Sachen mitgegeben hat oder ob in der Burg auch noch was Gutes drin ist. Das sehen wir ja gleich. Nach der Werbung. Und die Werbung ist vorbei. Ja, ein bisschen ist da was drin. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt unbedingt Angst vor habe. Wir haben so viel Angst, dass ich da was speichere. Speichern, ja, danke. Gut, los geht's. Wow, meine Erzfeinde! Teufel. Frage, lasse ich die zu mir kommen? Ja, ich lasse die zu mir kommen. Komm zu mir! Natürlich außer... Ach, scheiße, ich kann nicht zaubern. Naja, verlangsame mich bitte. Lass ich den herkommen oder mache ich jetzt schon Angriff? Ich mache jetzt schon Angriff. Guck mal, macht eh nicht viel Schaden. Ui, Wahnsinn. Komisch, nur in der Burg hat er ein bisschen was gemacht, ne? Wo ist seine Lieblingsburg? Na komm, komm her, komm mit deinem Teufel her oder was auch immer. Will er nicht. Ja, ich will aber auch nicht kommen. Dann mache ich einen Schritt. Und einen Schritt zurück. Einen Schritt runter. Aber das ist nicht gerechnet, ne? Komm raus! Sei nicht dumm! Oder beziehungsweise sei dumm und komm raus. Meteorregen? Ja. Deine Oma auf Koks, du Nutte! Kommt ihr echt nicht raus? Mein Gott. Ey, sonst ist der nie so schlau. Haben die geupdatet hier? Glaubt das gar nicht, ey. Ist aber richtig am Arsch, wenn ich den jetzt einfach reinschicke. Was ist denn eigentlich überhaupt? Lebverbündete. Hass Teufel. Ja, dann hasse sie mal, bitte. Danke. Scheiß Typ, ey. Warum kommt ihr nicht raus? Warum könnt ihr euch nicht bewegen? Hä? Seid ihr festgewurzelt? Scheiß Arschgeigon. Diese Nicht-Verteidigungstypen. Mach damit die Ohrringe auf meine Kiste. Du Schwein, die war teuer. So, jetzt mach ich einfach Autocombat. Ist es sowieso jetzt scheißegal, wenn ich jetzt da drüben bin, wenn ich angreife. Los, hörtet sie, meine Engel. Warum seid ihr denn sonst auf dieser scheiß Map? Wir haben Engel und die haben vier Burgen. Ah, alles klar. Auf dieser kleinen Piss-Map, ey. Na, Vor- und Nachteile der kleinen Map, ne? Vorteil, schnell und nervig. Schnell und nervig. Naja, nervig ist jetzt kein Vorteil. Oh Mann, tötet sie endlich. Los, schnell, gib den Vorsprungknopf. Danke. Fick dich, fick dich, fick dich. Ach ja, oben ist. Ist oben noch einer? Ich glaube, oben ist noch einer, ne? Hallo, kommen wir mal hier. Was ist denn um die Oberfläche? Hier war doch irgendwie noch so eine braune kleine Missgeburt. Oder ist sie geflohen? Hallo, bist du geflohen? Weil es unten brennt? Ja, unten ist der Arsch auf Grundeis, ne? Ich würde sagen, wir brauchen ja gar nichts kaufen, oder? Oder steht er vor der Haustür? 48.000, ey. Kaufen, kaufen, alles kaufen. Damit meine Burg auch verteidigt ist, falls der Typ vorbeikommt oder sich merke. Kein Platz und gar nicht so. Was? Da muss ich wohl deinen Müll wegschmeißen hier. Deine Untoten. Komm hier nicht ins Haus. Oh ja, oh Gott, die waren sogar richtig teuer, diese blöden Kanonenfutter-Dinger. Ja, will ich. Was wird denn das, wenn es fertig ist, hä? Meint ihr, kann ich auch irgendwas reinstecken? Blöder Typ, ey. Hier ist auch nichts gebaut, ne? Das kann jetzt lohnt sich eigentlich theoretisch nicht mal hier einen Helden reinzuschmeißen. Warum? Der kostet 2500. Okay, meine Wendung. Hier, kannst du links haben. Alles andere ist scheiße, ne? Ja. Boah, 17. Wahnsinn, die kriegst du wahrscheinlich mit einem Streich tot. Obwohl, die kriege ich auch, glaube ich, Matsch.
Ach, und es ist Tag 7. Rate mal, was er morgen macht. Einkaufen. Scheiß Fixate. Macht er hundertprozentig auch bei einer anderen Burg. Nee, das kann er gar nicht. Hier kann er nicht einkaufen. Wow. Dass du dich die Teufel tot kriegst, ist mir klar. Das ist doch alles scheiße. Ich sag, ich spiele einfach. Guck mal, wie super heftig der auf einfach ist. Und das ist nicht in den Boden, jetzt hat er sich wieder neuen Helden gemacht. Oh Gott, das ist ein Katz-und-Maus-Spiel hier. Sag er kann sich theoretisch noch keine Einheiten gekauft haben. Erst wenn er jetzt dran ist. Ja, es sind immer die scheiß Verteidigungstürme erstmal dran. Ja, fick dich auch mit deinen scheiß Verteidigungstürmen. Ich hab meine fucking Engel. Los, Rams! Die ficken alles! Auch dich da unten, wo ich jetzt wieder hinlatschen muss, aber du dich jetzt wieder eingekauft hast, Ritscher. Das kann ich oben auch machen, mich einkaufen, aber ich habe nicht genügend Geld. Schild der Toten. War das gut? War das gut? Ölverteidigung 3, Ölverteidigung 2. Wow, fuck, ein mehr. Geil. Lohnt richtig hart. Und jetzt kommen wir wieder zu dir. Kommst du einmal hier hin? Ich glaube nicht, ne? Nächste Runde. Irgendwie wäre ich auch was dafür, meinen Helden irgendwie wieder was zu geben an Dings hier, an Einheiten. Aber da müsste ich irgendwie einen Helden haben und den da untergreifen oder so weiter, aber na. Genau, falls er noch in die Oberfläche will, der Wichser. Aber nee, der läuft irgendwie auch gerade im Kreis. Boah, das Spiel können wir ewig lang weiter treiben. Lalalala, im Kreis, im Kreis, im Kreis. Solange du keinen von meinen Typen hier umbringst, aber ja, ich glaube, hier hat einen getötet und hier hat einen getötet. Also, fick dich. Du Arsch. Und die wirst du zurückgeholt. Kann ich weiterlaufen als du? Nee, kann ich nicht. Deswegen mag ich Gunnar und Kyrre so gerne. Gunnar, Kyrre, wo seid ihr denn, meine Freunde? Immer noch nicht hier. Einfach Pfadfinder. Ich dachte, er hätte Spezialität Pfadfinder. Naja, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Scheiße, ich habe vergessen, was reinzupacken. Egal. Ich wollte sagen, hat er gleich eingekauft oder hat er nicht? Hat kein Geld? Hast du kein Geld? Ja, versteck dich. Versteck dich, du Arsch. Ich komme, um dich zu vernichten. Hat er seinen stärkeren Helden draußen gelassen? Nee, das ist sein schwerer Held. Okay, dann hat er ja gleich voll eingekauft und ihn wieder rausgeschickt. War kein Problem. Ich meine, ich mit Autocamp bin fertig, du Wichser. Los, schlieh doch. Flieh doch, wie du es immer tust. Wie du es immer tust. Ja, nicht geflohen. Was ist denn mit dir los? Ein Abzeichen der Courage. Das, ja, deswegen hast du so viel scheiß Moral, du Wichser, ey. Moral plus 1, ey. Und er rastet so aus. Ah, und ich habe jetzt Moral plus 3. Klingt doch gut. Können wir da noch ein paar Mal mehr machen? Finale. Und dieses Finale trage ich natürlich im Autocomment-Modus. Oh, du machst das schon. Nur mal zwei kann ich neu einkaufen, aber... neu einkaufen, aber dann wäre mein Held tot, ne? Ich wollte sagen, der ist jetzt über mehrere Levels... Naja, über das zweite Level wäre das jetzt... Ist er jetzt hochgekommen. Wäre scheiße, ich alles verlieren würde. Ja, deswegen hasse ich das, in den Burg reinzugehen. Guck mal, die umkreisen den immer. Das ist richtig dumm. Los, töte erstmal den scheiß Teufel. Ah, Moralboost. Wow. Wirklich? Dreckstyp, ey. Ja, meine Engel ficken fast alle. Ja, jetzt geht sie alle auf den Typen. Alle auf die Engel, alle auf die Engel. Los, töten, es sind nicht mehr viele. Töten, es sind nicht mehr viele. Gut, dass ich die 7 Stück dann nochmal reingesteckt habe. Ich habe überlegen, lasse ich die in der Burg oder packe ich die rein? So, nur noch die Augen sind da. Nur noch die Augen sind da und dann ist Ende. Fick dich. Schissener, kleiner Hurensohn. Braun ist bezwungen. Gewonnen, 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 gewonnen. Wählen Sie einen Bonus. Was? Der goldene Bungermöchchen schießen in den. Okay, das ist absolut super. Löwenschild ist Modus, 4 Primärfähigkeiten und 4. Ja, klingt doch auch ganz okay, aber. Einkommen 1000 pro Tag? Eigentlich ist alles von denen nicht schlecht, aber. Ja, wir Bogenschützen haben wir 2, ne? Theoretisch. Ja, dann ist das okay.
Jedes Jahr kommen Greife aus der ganzen Welt nach Griffincliff. Soldatenkönigs Greifenherz des Ersten zähmten die Greife und bildeten sie für den Krieg aus. Mit diesen großartigen Tieren vereinigte König Greifenherz die zerstrittenen menschlichen Kolonien und gründete Erratia. König Greifenherz wusste, dass die hier ansässigen Greife der Schlüssel zu einem erratianischen Krieg wären. Um Stedwick zu sichern, brauchen wir die Greife. Was, die Greifen? Nein, wir brauchen mehr Engel. Engel, wir brauchen mehr Engel. Ich liebe Engel. Hat ich ihn vorhin auch gehabt? Ach nee, der war in der Burg. Ja, ich habe 3 Burgen. Wollen wir fangen? Lass du anfangen? Okay. Alles klar. Klar, alles klar, okay. Gold, also bis jetzt sieht die gar nicht mal so schlecht aus, aber ich weiß ja nicht, wie der Feind ausgestattet ist, ne? Oh Gott. Ich sehe Spaß. Aber naja, dafür ist das Spiel da, ne? Oh, bitte kein Scheiß. Oh, eine Verteidigung. Mein frisches Pferd, danke für das frische Pferd. So, ich stecke schon mal alles wieder in Geld. Meine Erfahrungspunkte sind eigentlich unnötig, weil ja, 0, nichts habe ich hier das Maximum erreicht, was du haben kannst in den Levels hier. In den Szenarien. Ja, wollen wir mal upgraden. Ich habe ja den Bogen, ne? Wäre es ja eigentlich gleich am Anfang schlauer, auf Bogenschützen zu gehen. Aber ich mag Geld. Mag mir Geld. Können wir über Geld reinstecken, aber hier geht das nicht so. Ah, doch, hier geht's auch. Okay, erstmal gibt's mehr Geld. Erstmal gibt's Geld. Geld. Ah ja. Du hast vergessen, was ganz Wichtiges, richtig. Oh, guck mal, hier ist sogar einer mit Spezialität Bogenschießen. Kann einfach Bogenschießen, wenn ich ihm sogar den Links gebe, dann ist er der ultimative Bogenschießer. Dann fickt er alle mit seinem Bogenschießen-Dinger, aber ich, wie gesagt, warte noch auf Kyrre oder gut, es geht ewig so weiter, bis ich endlich die beiden habe. Oder einer von den beiden und dann, ja, ist leider Christian der Selbstverfolger. Ist so gut, ne? Ah, vielleicht kann ich auf die Level nachholen, wenn ich Gunnar und Dings Kirre die ganzen Erfahrungspunkte gebe. Wir schauen mal. Jetzt soll ich hier mal ein bisschen erkunden. Mal gucken, was mich jetzt erwartet auf dem Map. Ich sehe mich jetzt schon stöhnen.